Pflanzen, die ich dir bringen sollte. Höflich doch auf den Arm nehmen, hä? Hm? Bei Adanos, es ist tatsächlich alles dabei. Aus dir könnte vielleicht doch noch ein brauchbarer Alchemist werden. Mhm. Also, sprechen wir erstmal Constantino drauf an, dann Harad und dann Bosbach. Kann ich jetzt bei dir als Lehrling anfangen? Was mich betrifft, ja. Für Harad ist nur wichtig, dass du in der Lage bist, die Stadt zu verteidigen, falls die Orks kommen. Ja, und so wie es aussieht, hast du ihn davon überzeugt. Bosbach hat sich sehr zurückhaltend über deine Qualitäten geäußert. Ich vermute, er würde dich gerne selber als Lehrling haben. Aber am Ende hat er seine Zustimmung gegeben. Torben ist ein sehr gläubiger Mann. Er hat dir seinen Segen gegeben. Das ist ein gutes Zeichen. Gott, wenn du noch langsamer Was redest. Was Matteo betrifft, er hat dich in den höchsten Tönen gelobt. Damit hast du die Zustimmung aller Meister. Bist du bereit, deine Lehre bei mir zu beginnen? Ja. Lass mich noch einmal drüber schlafen. Gut, wenn du nicht wirklich mit ganzem Herzen bei der Sache bist, solltest du dich für einen anderen Weg entscheiden. Scheint nicht so, als ob er mich wirklich wollen würde hier. So, jetzt reden wir schnell mit Harad. Wann kann ich bei dir als Lehrling anfangen? Einen Mann, der einen Ork besiegen kann, können wir hier gut gebrauchen. Wenn es nach mir geht, kannst du direkt bei mir anfangen. Was die anderen Meister betrifft, Torben hat dir seinen Segen gegeben. Bosper hat versucht, mir die Sache mit dir auszureden. Er will dich wohl selber als Lehrling haben. Ich hatte eine kurze, aber heftige Unterhaltung mit ihm über dieses Thema. Am Ende hat er zugestimmt. Constantino ist wie immer alles egal. Er sagt, seinetwegen sollst du anfangen, wo du willst. Und Matteo sagt, du hast ihm sein Gold wiedergebracht. Scheinst mir ein ehrlicher Junge zu sein. Damit hast du die Zustimmung aller Meister. Bist du bereit, deine Lehre bei mir zu beginnen? Nein. Gut, ich denke darüber nach. Nimm dir Zeit. Brian ist ja noch eine Weile hier. Weißt du, wirst fast dazu gezwungen, zu Bosper zu gehen? Momentchen kurz. Ich speichere jetzt noch schnell auf der 3, weil ich will was rausfinden. Aber zuerst jetzt reden wir schnell mit Bosper. Auf dem Hauptsafe. Und dann gehen wir schlafen, reden noch mit Nago und danach geht's erst richtig los. Ach Quatsch, ich will nicht mit der Bürgerin reden. Ich will bei dir als Lehrling anfangen. Gut, die Grundlagen hast du ja schon gelernt. Harald hält dich für einen guten Mann. Torben hat dir seinen Segen gegeben. Ich bin nicht so gläubig, aber mir soll's recht sein. Constantino sagt, seinetwegen sollst du anfangen, wo du willst. Und Matteo sagt, du bist Gold wert. Damit hast du die Zustimmung aller Meister. Du kannst jederzeit bei mir anfangen, wenn du willst. Was passiert, wenn ich drüber nachsage? Gut. Ich denke drüber nach. Triff nicht die falsche Entscheidung. Bei mir bist du goldrichtig. Weißt du, der will mich unbedingt haben, also nehme ich ihn. Also mache ich jetzt auch bei ihm mit. Ich bin dabei. Okay. Du wirst es nicht bereuen. Ich glaube, wir werden gut zusammenarbeiten. 300 Erfahrungspunkte. Sehr gut, okay. Was sind meine Aufgaben als Lehrling? Ganz einfach. Bring mir so viele Fälle, wie du kriegen kannst. Ich zahle dir dafür einen besseren Preis, als du bei jedem anderen Händler bekommst. Ansonsten brauchst du dich hier im Laden nicht blicken zu lassen. Ich komme ja schon alleine klar. Und wo soll ich schlafen? Ich habe hier keinen Platz für dich. Im Hotel am Marktplatz findest du bestimmt noch ein Bett. Okay, hier, das ist bei Besonderes. Bosper zahlt mir für Fälle einen besonders guten Preis. Bosper hat mich als Lehrling eingestellt, ich habe nun Zugang zum oberen Viertel. Oh, da müssen wir morgen auch noch hin. Mann. Ich habe hier ein paar Fälle für dich.
Wolfsfell, das ist gut. Ah, sogar das Fell eines Schattenläufers. Ist eine Menge wert. Gute Arbeit. Wenn du mehr hast, komm zu mir zurück. Durch Bosper wird man nämlich echt richtig reich, würde ich sagen. Zeig mir deine Ware. Wir verkaufen jetzt noch unseren Schrott. Wir könnten die Waffe behalten, aber es lohnt sich nicht wirklich. Glaube ich. Oder? Ach, die ist eh nur einen neuen Wert. Komm, so eine Schrottwaffe brauchen wir nicht. Genau wie die Ork-Axt. Oder die rostige Axt hier. Den Degen behalten wir. Das rostige Schwert drehe ich dir an. Schwere Ast, Sichel, Dolch. Moment mal. Ey, Okay, die Fernkampfsachen behalten wir. Hier, die Hacke kannst du haben. Ups. Den Rest sollte ich erstmal behalten, glaube ich. Nachricht, die ist von Dexter gewesen. Okay. Gut. Wir haben 25 Lernpunkte. Das heißt, wir können jetzt schnell bei Laris Dings. Moment, was wollte ich gerade gucken? Ach, ich wollte auf die Uhrzeit gucken. 22.12 Uhr. Habe ich bei Edda heute schon Fischsuppe geholt? Ich glaube schon. Ja, müsste ich eigentlich morgens geholt haben. Wir können kurz bei Laris hier 10 Geschicklichkeitspunkte erlernen und dann können wir eine neue Waffe benutzen. Hey! Können wir das dumme Voice-Messer auch loswerden? Bring mir was bei. 10 Geschick. Du hast schon etwas an Geschicklichkeit gewonnen. Ja, das weiß ich. Und jetzt kommt hier endlich mal eine halbwegs gescheite Waffe. Es war genau so, wie du sagst. Genau das habe ich auch gesagt. Yeah, endlich. So, jetzt reden wir mal schnell mit Cardiff und drehen ihm einfach mal, wo wir schon mal hier sind. Gib mir was zu trinken. Doch schon lange bekannt. Unser Wolfsmesser an, das brauchen wir nicht mehr und jetzt. Ich brauche Informationen. Schauen wir mal, ob er noch irgendwas hat. Nö, natürlich nicht. Okay. Dann werde ich jetzt. Am besten ich penne einfach schnell bei Edda, dann kann ich morgen früh gleich zu Nagur und kann mein Geld für die Lieferung da abholen. Außerdem kann ich dann morgen früh gleich bei Edda nochmal eine Fischsuppe machen lassen. Ich glaube, ich bin Fischsuppensüchtig hier. Was war das denn für ein Viech? Kannst du mir eine Suppe kochen? Heute nicht mehr. Komm morgen wieder. Aha, also echt, okay. Gut, dann pennen wir jetzt hier schnell in ihrem Bettchen. Bis zum nächsten Morgen. So, guten Morgen. Jetzt hoch nochmal zu Edda. Kannst du mir eine Suppe kochen? Nichts leichter als das. Hier, nimm einen Teller. Ach ja, ich wollte ja eigentlich einen Cut machen bei einem Herd oder einer Pfanne. Na gut, dann mache ich das nachher. Jetzt gehe ich mal schnell zu Nagur. Das ist ja interessant. Bis auf im oberen Viertel und bei Lord Hagen sind wir jetzt eigentlich komplett durch. Und das obere Viertel können wir jetzt. Also in Korinne sind wir komplett durch, praktisch. Bist du die Ware losgeworden? Ja, aber für weniger als ich gedacht habe. Ich habe nur 300 Goldstücke bekommen. Davon geht noch ein Teil an meine Auftraggeber. Und Cardiff bekommt seinen üblichen Teil. Plus das Gold für deine Vermittlung. Bleiben insgesamt noch 240 Goldstücke, die teilen wir, wie wir abgemacht haben. Hier ist mein Teil. Du hast gute Arbeit geleistet. Das habe ich mal so an meine Auftraggeber weitergegeben. Was allerdings daraus wird, liegt nicht in meiner Hand. Hey, stopp. Wer sind deine Auftraggeber? Du glaubst doch nicht wirklich, dass ich dir das erzähle, oder? Doch, eigentlich, ach Mann. Cardiff, weißt du, wer seine Auftraggeber sind? Ich brauche Informationen. Nein, weiß er nicht. Okay, schade. Gut, dann auf zum oberen Viertel. Endlich. Darf ich da auch rein? Aber viel zu tun gibt's da oben auch nicht. Da sind wir innerhalb von kürzester Zeit durch, mit allen zu reden. Gibt's eigentlich noch irgendwas zu tun? Blablabla. Ich glaube, dass ich hier im Moment nichts weiter tun kann im Korinnes, außer jetzt halt noch ins obere Viertel zu gehen. Halt!
Nur Bürger der Stadt und Truppen des Königs kommen ins obere Viertel. Tja. Ich bin ein angesehener Bürger von Korinnes. Lass mich durch. Was immer die Meister von Korinnes bewogen hat, dich als Lehrling aufzunehmen, ich will es gar nicht wissen. Du mich auch. Du kannst reingehen. Aber benimm dich bloß, sonst bekommst du den Ärger deines Lebens. Meine Fresse, was ist denn das für ein Spaß hier? Scheiß eingebildete Torwachen hier. Wer sitzt hier rum? Ein Bürger. Da hinten sitzt gar niemand. Okay, hier ist Lothar, da würde ich gleich wieder anquatschen. Ah, du schon wieder. Ja, ja. Du hast es also tatsächlich geschafft, ins obere Viertel zu kommen. Es gibt einige Dinge, die du hier beachten musst. Sonst bist du so schnell wieder draußen, wie du hier reingekommen bist. Ganz es ruhig. Es ist dir nur erlaubt, die Häuser der Händler zu betreten. Du erkennst sie an den Schildern über der Tür, nur damit keine Missverständnisse entstehen. Die anderen Häuser gehören angesehenen Bürgern. Dort hast du nichts zu suchen. Bin auch ein angesehener Bürger. In diesem Viertel leben die angesehensten Bürger dieser Stadt. Also behandle sie mit Respekt. Haben wir uns verstanden? Ja, klar. Ja. Klar. Wo finde ich Lord Hagen? Er ist im Rathaus, am Ende des oberen Viertels. Aber ohne triftigen Grund wirst du nicht vorgelassen werden. Ja, ja, okay. Ist irgendwas Aufregendes passiert in letzter Zeit? Ja, dass sie einen wie dich hier reingelassen haben, ist schon ewig nicht mehr vorgekommen. Ja, was ist denn los mit euch, ey? Was habt ihr für Probleme, Mann? Das gibt's ja gar nicht. Hier sind zwei Leute. Gerbrand und Fernando. Was machst du hier? Wer bist du denn? Anscheinend bist du neu und hast noch nicht mitbekommen, wie das hier läuft. Man nennt mich Gerbrand. Für dich Herr Gerbrand. Verstanden? Ja, Herr Gerbrand. Verstanden, Gerbrand. Ja, Herr Gerbrand. Zumindest verstehst du schnell, wie hier der Hase läuft. Wenn meine Geschäfte mal wieder besser laufen, kann ich so einen kräftigen Burschen wie dich bestimmt gebrauchen. Du würdest einen prima...